Mario Götze, Philipp Max. Zwei Bundesliga-Exporte mischen die Eredivisie auf. Im Sommer sicherte sich die PSV Eindhoven die Dienste des Weltmeistertorschützen und des frisch gebackenen Nationalspielers. Nach einem Drittel der Saison lässt sich festhalten, die PSV hat alles richtig gemacht. Mario Götze und PSV, das ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Nur einen Monat ist er in Eindhoven und jetzt weiß man schon, Mario Götze ist einen absoluten Volltreffer. Das hat nicht nur mit seinen eigenen Leistungen zu tun, aber auch mit seinem Einfluss auf seine Mitspieler. Mario Götze ist jetzt schon ein Leiter dieser Mannschaft und hat angedeutet, was für einen großartigen Fußballspieler er noch immer ist. Nach schweren letzten Jahren bei Borussia Dortmund hat Götze endlich wieder Spaß. Und schon trifft er auch wieder. 6 Spiele für Eindhoven, 3 Tore. Einen starken Start erwischte auch Philipp Max. Nicht wenige zeigten sich verwundert über den Wechsel des Ex-Augsburgers nach Holland. Doch der Schritt scheint sich auszuzahlen. Er ist seit seinem Anfang in der Vorbereitung gleich durchgestartet und hat immer ein hohes Niveau erreicht. Das sieht man vor allem an seinen statistischen Angaben. Mit seinen Toren und Assist ist er jetzt der erfolgreichste Abwehrspieler der Eredivisie. Er hat etwas zugefügt an PSV. Erfahrung, Stabilität, defensiven Kraft, aber vor allem auch wieder diese alte Waffe, das wir kennen aus den Zeiten von Jetro Willems und Angelino. Vorlage von links, Tor. Das ist Philipp Max und er hat voll eingeschlagen bei PSV und ist ein Erfolg. Für einen Wechsel in eine unter Bundesliga-Abwanderern eher weniger populäre Liga entschied sich auch Luca Waldschmidt. In der portugiesischen Liga NOS blüht der Ex-Freiburger so richtig auf. In bisher 10 Pflichtspielen sind 8 Scorerpunkte notiert, 5 Tore, 3 Assists. Und dieses Selbstbewusstsein konnte man zuletzt auch in der Nationalmannschaft sehen. Im Oktober hat er beim 3-3 gegen die Türkei getroffen. Jetzt das 1-0-Siegtor gegen Tschechien. Waldschmidt ist auf einem guten Weg. Und Stand jetzt scheint er der letztes Jahr vergeblich gesuchte Nachfolger für Top-Talent João Felix zu sein. Eben jener João Felix, der im letzten Jahr für über 120 Millionen Euro zu Atletico Madrid wechselte. Für eine Weiterentwicklung muss es aber nicht immer der Schritt nach England oder Spanien sein. Gute Beispiele dafür hören auf die Namen Götze, Max und Waldschmidt.